Der Aufbau einer Infrastruktur für verflüssigtes Erdgas, also LNG, mit einem Anlandungsterminal in Wilhelmshaven schließt Deutschland viel besser als bisher an die globalen Gasmärkte an. Das stärkt den Wettbewerb zwischen den weltweiten Gasquellen und ist zum Wohle des Endverbrauchers in Deutschland. Wir sehen ein FSRU als die wirtschaftlichste Lösung, die am schnellsten realisiert werden kann. FSRU. Floating Storage Regasification Unit. Das ist eine schwimmende Anlage, in dem LNG, also verflüssigtes Erdgas, wieder zu Gas zurückgewandelt wird. Das Gas gelangt dann über die Netzeinspeisung an die Verbraucher. Ein FSRU ermöglicht diese Umwandlung zu deutlich geringeren Kosten als der Neubau eines festen Terminals an Land. Damit uns das Gas erreicht, wird es für den Transport über See zuvor auf minus 159 Grad heruntergekühlt. Das dann flüssige Erdgas, LNG, hat nur noch ein 1/600 des Volumens. So können mit einer Schiffsladung bis zu 90.000 Haushalte ein Jahr lang mit Gas versorgt werden. Die FSRU-Technologie gehört mittlerweile zum Standard in der LNG-Industrie. Mehr als 30 dieser Schiffe sind bereits weltweit im Einsatz und weitere in Bau. Die Politik auf Bundes- und auf Landesebene begrüßt Initiativen aus der Wirtschaft für den Bau eines LNG-Terminals in Deutschland. Außerdem besteht seitens des Weltmarkts großes Interesse, LNG nach Europa zu bringen. FSRUs sind nicht nur kostengünstig, sondern sie sind auch schnell zu realisieren. Mit unserem Projekt könnten wir bereits in der zweiten Hälfte 2022 startklar sein. Vom Bau eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven wird nicht nur unsere Stadt profitieren, der Hafen unserer Stadt, sondern die gesamte Region. Schließlich handelt es sich um ein nationales Projekt und Wilhelmshaven wird einmal mehr als Drehscheibe für Energie in Deutschland und besonders für den Handel mit LNG als möglichen maritimen und auch möglichen Lkw-Kraftstoff etabliert und kann sich weiterentwickeln. Wilhelmshaven hat Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen. Die LNG-Tanker können unabhängig von Ebbe und Flut jederzeit anlegen. Die FSRU und der LNG-Tanker werden über Schläuche verbunden. Die Regasifizierung, also Wiederverdampfung, findet an Bord des FSRU statt. Das Gas wird dann über drei Entladungsarme zur Gasmessstation geleitet. Die Pipeline-Verbindung zum deutschen Gasnetz geht durch unseren Landkreis. Wir werden den Prozess konstruktiv begleiten. Wir sind überzeugt, dass das Wilhelmshavener LNG-Projekt die deutsche Versorgungssicherheit stärkt. Deshalb unterstützen wir das Projekt. LNG ist auch eine Chance für Green Port und Green Shipping. Neben den Vorteilen bei der Pipeline-Anbindung verfügt Wilhelmshaven über einen sehr guten Autobahnanschluss. So kann das LNG auch direkt weitertransportiert werden, beispielsweise zur Versorgung von Tankstellen für den Schwerlastverkehr. Der Standort ist auch ausgezeichnet für den Einsatz von LNG als maritimen Kraftstoff. Der Jade-Weser-Port liegt direkt nebenan und die Deutsche Bucht als Hauptschifffahrtsweg ist vor der Tür. Als Kraftstoff bietet LNG eine echte Alternative für mehr Klimaschutz und die Reduktion der Feinstaubbelastung. Wir sind überzeugt, dass Wilhelmshaven der beste Standort für ein LNG-Terminal hier bei uns in Deutschland ist.